Wenn Experten Open-Source-Software erklären, verwenden sie besonders gerne ein Bild, was gerade jetzt sehr in Mode ist, der virale Effekt. Der besagt nämlich, dass Copyleft-Software sich infizierend auswirkt auf andere Software. Und da gibt es dann Bilder wie zum Beispiel dieses. Man hat eine Software, die ist unter irgendeiner beliebigen kommerziellen Lizenz, also sie gehört mir. Und dann habe ich Copyleft-Software unter General Public License. Und in dem Moment, wo ich die beide zusammenbringe, dann entsteht der virale Effekt und alles steht auch unter dieser gleichen Lizenz. Es reiche schon ein kleiner Tropfen aus und schon ist meine eigene Software vergiftet, weil sie jetzt Copyleft-Software enthält und jetzt ebenfalls grün ist. Das Modell ist eingängig, man kann es gut nachvollziehen und man sieht auch besonders diese Gefährlichkeit. Sie ist auch richtig, was den Effekt betrifft, also den Umstand, dass Verbindungen von zwei Softwarebestandteilen dazu führen, dass eine Rechtsfolge eintritt. Was aber falsch ist, ist der Automatismus, der immer wieder behauptet wird, dass also automatisch dann auch meine Software auf einmal unter GPL steht. Sie sollte unter GPL stehen, aber sie tut es nicht automatisch. Und das war Gegenstand einer Entscheidung vor dem OLG Karlsruhe, wo wir uns sehr freuen, weil wir den Prozess gewonnen haben, aber vor allem, weil damit auch in der deutschen Justiz endlich einmal dieses Märchen ein wenig ausgeräumt wurde. Es geht nämlich zurück auf eine alte Entscheidung des Landgerichts und Kammergerichts Berlin. Da ging es um eine Fritzbox und da hatte der Hersteller der Fritzbox jemand anders verklagt, weil der Software herausgebracht hatte, die Software der Fritzbox, das Fritz OS, veränderte. Und da hatte dann ein Streitverkünder und der Beklagte gesagt, das geht nicht, weil das alles steht ja unter Open Source, es ist infiziert. Deswegen kannst du keine Urheberrechte geltend machen. Die Entscheidung gilt als eine der wichtigsten Fehlentscheidungen im Open-Source-Bereich und ist auch weit über Deutschland hinaus bekannt geworden, weil sie sich so wunderbar dazu eignet, Leuten Angst zu machen. Denn was auch aus dieser AVM-Cybits-Entscheidung rauskommt, war der Gedanke, dass jede Firmware, also jede Software, die irgendwo auf einem integrierten Gerät eingebaut ist, automatisch unter Copyleft-Effekt steht und damit automatisch unter GPL Lizenz stehen muss. Und das ist ein fataler Gedanke, weil es würde dazu führen, dass man überhaupt keine kommerzielle Software mehr in Embedded Devices, also in eingebetteter Hardware mit einem Linux-Betriebssystem betreiben könnte. Diese Entscheidung wird im Grunde genommen auch ignoriert. Wir hatten gehofft, dass beim Landgericht Hamburg eines Tages Klärung darüber entsteht, in der Entscheidung gegen VMware, was jetzt den Copyleft-Effekt auslöst, wenn also Teile des Linux-Kernels betroffen sind. Aber kommen wir zu unserer Entscheidung vom OLG Karlsruhe. Klingt immer so dramatisch, wenn man aus Karlsruhe eine Entscheidung hat, aber es war nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern das ganz normale Oberlandesgericht, was über eine Berufung zu entscheiden hatte, von dem Landgericht Mannheim. Es ging um WordPress, ein Content-Management-System unter der Lizenz GPL2. Das heißt, WordPress ist also unter Copyleft-Lizenz und Teile, die man an WordPress anbaut, könnten dann unter Umständen auch von diesem viralen Effekt betroffen sein. Wer also WordPress verändert, fortentwickelt, den Code da drin verändert, der muss es ebenfalls unter die gleiche Lizenz stellen. Und hier ging es jetzt um die Frage, ob ein Theme, was mit WordPress zwar interagiert, aber nicht fest verbunden ist mit WordPress, und jetzt kann man sich darüber streiten, was ist eine feste Verbindung, ob das auch unter GPL gestellt werden muss. Und vor allem aber um die Frage, ob derjenige, der es nicht unter GPL stellt, automatisch seine Rechte verliert. Ob zum Beispiel ein Dritter hergehen kann und sagen, hey, du hast ein Theme gebaut und verlangst dafür Geld, das darfst du nicht, ich werde das jetzt auf GitHub hochladen. Und das war unser Gegner, der Antragsgegner, der angekündigt hatte auf Facebook, dass es demnächst ein kommerzielles Theme ganz kostenlos auf GitHub geben werde, weil er es hochladen werde, sofern nicht unser Mandant das Theme unter GPL kostenlos zur Verfügung stellt. In dem Rechtsstreit ging es am Ende gar nicht um die Frage, ob jetzt die Verbindung von Theme zu Content-Management-Systemen eine solche Verbindung auslöst, dass der virale Effekt entsteht, sondern es ging um die Frage, ob der Automatismus einsteht. Ob also automatisch dieses Theme, was unter kommerzieller Lizenz herausgegeben wurde, automatisch GPL ist. Und das ist nicht der Fall. Der Gegner, der also vorgehabt und angedroht hatte, das Theme auf GitHub hochzuladen,
hatte das angekündigt und daraufhin haben wir eine einstweilige Verfügung beantragt im Eilverfahren, um ihm das zu untersagen. Denn wenn einmal etwas auf GitHub hochgeladen ist, ist es nicht so einfach, das wieder dort runterzukriegen. Und dann ist der Source Code insbesondere bei Skriptsprachen natürlich verbreitet. Und dann kann man sich fragen, warum soll man noch Geld dafür bezahlen, wenn die Software schon offen für jedermann verfügbar ist. Und das Landgericht Mannheim hatte die einstweilige Verfügung erlassen wollen. Der Gegner hatte dann aber eingelenkt und gesagt, na gut, ich mache es doch nicht. Ich unterlasse es, das hochzuladen fürs Erste. Aber er wollte den Rechtsstreit geklärt wissen und da sind wir ihm vielleicht sogar ein bisschen dankbar, weil wir auf diese Weise sowohl ein Urteil in der ersten als auch in der zweiten Instanz zu dieser Frage bekommen haben. Wir werden das Urteil veröffentlichen. Es ist sehr ausführlich. Man findet viele prozessuelle Fragen da drin, weil es sich um Verfügungsverfahren handelt. Man findet nicht die Antwort, ob der Copyleft-Effekt hier eingetreten ist oder nicht. Wir waren der Auffassung, dass das bei einem Theme nicht der Fall ist. Aber wir sehen, dass der Automatismus nicht stattfindet. Also, wenn ich sage, meine Software steht unter kommerzieller Lizenz, dann ist es egal, ob ich mit viel oder wenig Copyleft-Effekt infiziert bin. Die Lizenzierung liegt in meiner Hand. Und das ist offenkundig, wenn man auch mal darüber nachdenkt. Wäre es so, dass automatisch eine Verbindung mit Copyleft-Software dazu führen würde, dass auf einmal diese Arbeit unter einer Open-Source-Lizenz stünde, dann könnte ich ja jede beliebige Software nehmen und sie infizieren. Ich nehme mir ein Windows, binde ein bisschen Copyleft-Software da drüber und schon habe ich eine Open-Source-Software. Das funktioniert nicht, also dieser Automatismus tritt nicht ein. Was aber richtig ist, ist Folgendes. Wenn ich tatsächlich diesen viralen Effekt ausgelöst habe, dann verliere ich die Rechte an dem Open-Source-Bestandteil. Ich darf also die Open-Source-Software nicht mehr benutzen, es sei denn, ich stelle auch meine Arbeit, die ich gemeinsam verbreite, ebenfalls unter eine entsprechende Lizenz. Das ist richtig und das ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, die Open-Source-Lizenzen unter einen Hut zu bringen bei sehr komplexen Projekten, wo viele, viele Komponenten unter verschiedenen Lizenzen sind. Und das ist eigentlich das, womit wir uns in unserer Kanzlei am meisten beschäftigen, Open-Source-Compliance, vor allem in eingebetteten Systemen und zwar besonders in komplexen Systemen, wo es hunderte, manchmal tausende verschiedene Komponenten gibt.